Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Sovereign of the Skies. Wir sind hier in der Mogal-Ruine, genau, und hier sind scheinbar einige an Rätsel untergebrachte, ja nicht Fallen, nee, aber Rätsel, ja, stimmt so. Natürlich gehe ich jetzt direkt den falschen Weg, aber konnte ich ja nicht wissen. Trotzdem, einige coole Rätsel haben wir bisher gesehen und ich denke, es kommen noch mehr. Ein Pokémon-Spiel mit Golden Sun-Rätseln, doch, das funktioniert. Das ist eine Combo, die ich feiere. Holy fucking shit. Das sind die Tierkreiszeichen bestimmt. Oh mein... Großer Gott. Was wollt ihr jetzt von mir? Ist hier hinten noch was? Nee, okay. Uff. Das sieht echt geil aus. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, wenn ich nicht weiß, welches Symbol zu welchem Tierkreiszeichen gehört. Der Wassermann gewährt denen Einlass, die das Meer zu einer Welle formen und mit dieser das Gefäß füllen. Warum ist dann... ist das ein Tyraklok oder ein Impegator? Ich weiß gar nicht. Ja, shit, was mache ich jetzt? Moment, Idee. Es macht zwar nicht viel Sinn, aber hier surfen. Surfen nicht einsetzbar, nein. Aha. Vielleicht muss ich zuerst Fisch machen und dann kann ich Wassermann machen zum Beispiel. Warum ist jetzt da dunkel? Ah, ich kann nur da rein. Oh, was zur... Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr gerade von mir? Ich kann nur da rein. Das ist Zufall, dass ich gerade hier reingegangen bin. Kann ich hier irgendwie was verschieben, oder? Oh, ist das... Was erinnert... Das Ganze erinnert gerade ziemlich an Zelda. Dass ich jetzt irgendwie einen Stein verschieben muss, oder... Oder hier vielleicht, Surfer. Nee. Hä? Was übersehe ich gerade? Die das Meer zu einer Welle formen. Und mit dieser Welle das Gefäß füllen. Hä? Blitz? Stärke? Zertrümmerer? Ich bin ja gerade echt überfragt, Leute. Wie kann ich jetzt hier... Weilmeerkanne. Das wäre so geil gewesen, wenn das jetzt geklappt hätte. Das wäre jetzt ultra cool gewesen. Kann ich hier angeln? Nee, auch nicht. Okay, ich brauche Wasser und ich brauche ein Gefäß. Aber das habe ich beides nicht. Ich bin jetzt echt gerade ein bisschen überfragt, Leute. Hier Schutz. Ich bin echt gerade überfragt. Ich habe weder Wasser noch sonst was. Das Rätsel davor bringt mir auch nicht viel. Was übersehe ich nur? Hier was? Hier in der Mitte vielleicht irgendwie Blitz oder Surfen oder... Ich stehe halt gerade echt auf dem Schlauch, aber lass mich raten, das Rätsel ist bestimmt ultra geil. Da ist die Welle, ja. Oh, nicht dein Ernst, oder? Muss ich mich vielleicht irgendwie so bewegen? Was? Spiel, was willst du von mir? Leute, ich mache hier mal kurz ein Save-State und probiere mal ein bisschen aus, okay? Leute, da bin ich wieder. Ich habe echt nichts herausgefunden, gar nichts. Und dann habe ich mich mal im großen, noch ein bisschen unbekannten Internet
schlau gemacht. Wisst ihr, was hier das Rätsels Lösung ist? Oder das Löses Rätsel? In dem Video, das ich gesehen habe, öffnet der Typ seine Tasche, nimmt eine ganz bestimmte TM heraus, bringt seinem Pokémon bei und die kann man dann hier auf der Map oder hier auf der Overworld einsetzen. Wie damals Flammenwurf. Woher soll ich das bitte wissen? Und ich sage euch jetzt nicht, welche TM das ist, aber ich glaube, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Ich habe sie ganz einfach nicht. Das ist ein Problem. Ja, aber ihr könnt euch in der Zwischenzeit mal überlegen, was für eine TM das sein wird. Man sieht ja schon das Wichtigste. Die Stichpunkte sind Wasser und Welle. Ja. Und ich muss mir jetzt diese TM irgendwo besorgen gehen. Also bis gleich. Ich habe noch keine Ahnung wo. So. Ich habe mir jetzt ein paar TMs gekauft. Ich hoffe, es sind alle dabei, die ich brauche. Und das ist wirklich dumm. Das ist wirklich dumm. Da ich mich informiert habe im Internet, weiß ich, dass man mehrere TMs braucht, ja. Unter Umständen hat man die erste fehlende TM nicht. Rennt hierher zurück, um sich die TM zu kaufen. Und will dann wieder zu dieser Ruine zurückgehen. Folgendes Problem macht sich breit. Wir können nicht wieder dahin fliegen. Geht nicht. Geht nicht. Das ist dumm. Dann ist man wieder da, kommt zum nächsten Rätsel und merkt, mir fehlt wieder seine verkackte TM. Aber ich hoffe, diese beiden hier, die verkaufen alle nötigen TMs, die es gibt. Aber das ist wirklich dumm gelöst, ja. Ich finde das wirklich ziemlich, ziemlich dumm gelöst. Das ist wirklich sehr, sehr schwach vom Spiel. Aber irgendetwas wollte ich euch hier noch zeigen. Ich habe nämlich aus Versehen die Arena gefunden, ja, aus Versehen. Aber wie komme ich jetzt dahin? Wie komme ich jetzt nochmal dahin? Hä? Wie komme ich jetzt dahin? Moment, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ja, das ist ein super Part. Nee, das war wirklich. Das war wirklich nicht gut vom Spiel. Ernsthaft. Wie kam ich jetzt da nochmal hin? Wir vorhin aus Blödheit irgendwo hier herumgesurft, ja. Ich muss wieder Schutz einsetzen. Wo habe ich denn das Zeugs? Ja, ich bin gerade ein bisschen demotiviert, Leute. Das war wirklich ein ziemlicher Fehler vom Spiel. Und wisst ihr, was auch ein Problem ist? Angenommen, ich hätte jetzt kein Geld... Ah, hier hoch, glaube ich. Angenommen, ich hätte jetzt kein Geld mehr. Da ist die Arena. Ja, Fabiola ist im Moment nicht da. Kürzlich haben ein paar viele Leute diese Stadt angegriffen. Sie führen den Kampf im Wald zu Ende. Aha, ja, und da wird uns gesagt, geh bitte dahin. Ja, aber... ja, ich laber noch kurz zu Ende, während ich jetzt meinen Weg fortsetze. Angenommen, ich hätte jetzt kein Geld mehr und alle, ich sag mal, feindlichen Trainer besiegt. Wie soll ich denn da bitte ans Geld kommen? Versteht ihr, es ist einfach nicht durchdacht. Unter Umständen könnte ich denn das Spiel vergessen. Weil, ja, weil ich nicht zu Ende spielen kann, weil ich mir die nötigen TMs nicht holen kann. Und ich finde es auch ziemlich blöde, denn ich bin jetzt gezwungen, Attacken, die ich vielleicht cool finde, vergessen zu lassen. Ich muss gerade mal was nachprüfen, Leute. Unter Umständen haben wir ansonsten ein Problem. Okay, doch, geht. Ja, was natürlich auch ein Problem ist, angenommen, da habe ich jetzt schon wieder keinen Schutz mehr. Angenommen, ich bin total aus dem Konzept gerade. Angenommen, wir haben die nötigen TMs, ja. Aber dann haben wir kein Pokémon, das die TMs lernen können. Das wäre auch ein bisschen ein Problem, oder was meint ihr? Es ist einfach nicht durchdacht. Es ist halt einfach nicht durchdacht. Aber ja, dafür möchte ich euch noch was anderes zeigen. Auch da wurde ich gespoilert vom Internet, weil, ja, ich musste halt mir eine Komplettlösung suchen, ne? Und da ist mir was aufgefallen. Und was das ist, hätte ich beinahe schon mal herausgefunden. Ich war doch schon mal da drüben, oder nicht? Hier nämlich.
Moment, ich werde mal kurz ein bisschen rumlaufen, dass der Schutz weggeht. Ich weiß nicht, ob es auch mit Schutz funktioniert, okay? So, Schutz ist durch. Und nun seht ihr da vorne in der Mitte diese steinerne Platte oder dieses steinerne Feld. Da werden wir uns jetzt mal draufstellen. Habt ihr gehört? Ein Pokémon-Ruf. Der Regen hat plötzlich aufgehört. Celebi. Ja, hier taucht einfach random Celebi auf. Ist ultra geil und... Oh shit, Celebi möchte auch kämpfen. Okay, das wusste ich jetzt wiederum nicht. So weit gespoilert habe ich mich dann doch nicht. Level 4. Oh, Level 40. Okay. Ja. Machen wir uns nichts vor. Wir wollen Celebi fangen. Habe ich Flottbälle? Eher nein, würde ich sagen. Scheiße. Okay, wir suchen erstmal Hypnose, ja? Okay, das klappt. Okay, und während ich jetzt nervös bin und versuche, Celebi zu fangen, möchte ich nochmal sagen, was für ein Rotz diese Idee war mit diesen TMs, ja? Ich meine, man geht den ganzen Weg dahin, löst Rätsel um Rätsel. Was mache ich da eigentlich? Ja, man löst die ganzen Rätsel, da kommt man nicht weiter, weil man eine TM nicht gekauft hat, die einen nicht wirklich interessiert. Das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen ein Problem, ja. Und, ja, unter Umständen hat man dann die TMs, aber kein Pokémon, die es lernen können. Ja, das wäre dumm. Versuchen wir mal Psychstrahl. Ja, ist ja wirklich dumm so. Okay, das geht. Das geht. Aufgewacht. Antikraft. Okay, mach das ruhig. Ja, und ich meine, auch damals bei der Feuerarena. Ich weiß auch nicht, wie ich auf den Gedanken gekommen bin, dass Flammenwurf auf einmal ganz urplötzlich eine Overworld-Attacke sein soll. Bin ich einfach nur drauf gekommen, weil wir direkt zuvor diese Attacke geschenkt bekommen haben. Oder besser gesagt, diese Staffette. Oder besser gesagt, diese TM, ja. Das war nur so eine Blitzidee. Und nun haben plötzlich alle möglichen Attacken die Möglichkeit, auf der Overworld außerhalb von einem Kampf eingesetzt zu werden. Was? Ich meine, oh, fantastisch. Ich meine, die Idee ist super, ja? Machen wir uns da nichts vor. Die Idee ist fantastisch. Aber... wenn man wenigstens alle TMs da in Unmengen... Ja, in Unmengen hätte finden können in dieser Ruine, ja? Unendlich, dann wäre es was anderes gewesen. Aber so, ohne irgendwelche Hinweise und so weiter... Nee. Das ist nicht gut, tut mir leid, das ist nicht gut. Das muss geändert werden, unbedingt. Aber hier dieses random Celebi, das erfreut mein Herz natürlich ein bisschen. Wir versuchen dann Premierball, einfach nur so. Komm schon. Okay. Okay, ich hab's. Oh, und es wacht bereits wieder auf. Ja, okay, das war nix. Ja, gut. Wirklich gefährlich kann mir Celebi nicht werden. Nee, keine Chance. Hypnose. Trifft bereits wieder. Cool. Ah, ein Celebi. Ja, doch. Ist cool. Ist cool. Ah, komm. Hören wir auf mit Experimenten und versuchen gleich den Hyperball, komm. Alles andere hat keinen Zweck. Wir brauchen den massivsten Ball, den wir hier dabei haben. Und? Fantastisch. Okay, schön. Wir haben Celebi. Dieses Pokémon kommt aus der Zukunft und ist durch die Zeit gereist. Solange Celebi auftaucht, ist der Menschheit angeblich eine rosige Zukunft beschieden. Okay, schön. Nein, kein Spitzname. Aber Celebi ist cool. Ich möchte das irgendwo in den Rahmen reinpacken. So, schön. Hätten wir das auch. Und... gehen wir noch zusammen... Moment, ich muss wieder Schutz aktivieren. Gehen wir noch zusammen ein paar Schritte. Fuck, wo muss ich jetzt lang gehen? Ah, hier entlang muss ich ja. Gehen wir die paar Schritte noch gemeinsam. Wir müssen ja gleich da sein. Ich muss auch noch surfen, genau. Wie gesagt, man muss auch wieder zu dieser Ruine hinlaufen. Und das ist einfach nur Scheiße, ist das. Was war jetzt hier drüben nochmal?
Ah ja, der Zurückgehweg, ja. Okay. Okay. Wir können jetzt hoffentlich... Oh mein Gott, ich hoffe jetzt, dass alle anderen Rätsel noch intakt sind, die wir gelöst haben, ja. Sonst bin ich da ein bisschen stinkig. Hier vorbei, hier vorbei. Ja, wenn man einfach nur weiterrennen kann, dann kommt man hier schon gut durch, aber... es ist doof, dass man das immer wieder machen muss, ernsthaft. Das ist wirklich doof. Und ich hoffe jetzt wirklich... Ich hoffe jetzt wirklich, dass ich alle nötigen TMs dabei habe. Ansonsten kotze ich dann einfach mal. So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Aber Leute, ob wir dieses Rätsel dieses Mal knacken können, erfahren wir erst beim nächsten Mal. Denn das war's bereits wieder für heute mit Pokémon Sovereign of the Skies. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!